Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Erfolg aus Nasjatar und zwar schimpft sich der Rätselfreund. Und für diesen Rätselfreund müssen wir ein paar Minispiele von Madivas abschließen und das sind einige an der Zahl. Ihr seht schon, ich brauche noch ein einziges und dieses müsste ich heute einmal hier basteln können. Diese Minispiele sind nämlich immer World Quest. Man hat von diesen World Quests täglich immer ein bis zwei aktiv. Heißt, das sind immer quasi die World Quests, die man hier spielen kann, wo man diese Runen zerstören muss. Jetzt habe ich gerade hier zum Beispiel eine ab und hier ist auch nochmal eine da. Das sind immer verschiedene. Hier muss ich zum Beispiel 16 grüne Runen zerstören und hier 20 orange Runen. Jetzt ist es so, dass das nicht ganz gut durchrotiert, also sprich, die sind nicht immer nacheinander da, sondern auch teilweise ein bisschen random und hat man öfter mal die gleichen. Ich habe jetzt etwa knappe 2 Monate gebraucht, bis ich heute jetzt das letzte gefunden habe und dementsprechend würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Achievement angeht, dass ihr versucht, jeden Tag zumindest einmal hierher zu gehen nach Nasjatar und einmal die Runen-World-Quest zu machen. Ihr könnt dann auch immer abchecken, welche ihr braucht und dann seht ihr auch hier Truhe, Gelb, Grün und dann sieht man auch, ob es eine mittlere, einfache oder schwere ist. Schwere brauchen einfach mehr Runen und die einfachen brauchen weniger. Man sieht jetzt zum Beispiel hier 16, es ist quasi eine einfache und die 20 müsste schon eine mittlere sein. Also da ist das Verhältnis ein bisschen ein anderes. Wie funktioniert es bei den Minispielen? Ihr drückt dann einfach quasi hier drauf und dann ist es so, dass ihr hier diese Runen in die richtige Reihenfolge bringen müsst. Ich habe jetzt die Geschichte, dass ich insgesamt 16 Runen zerstören muss. Da tut ihr einfach die Runen hier in eine Dreierreihe bringen und dann werden sie zerstört und dementsprechend kriegt ihr Credit für ja, hier den Tracker. Es gibt da übrigens auch kleine Tipps, wenn ihr jetzt zum Beispiel das so wie ich habt, ja gut, hier sind jetzt nicht sonderlich viele grüne Runen, okay, das klappt gerade nicht jetzt, nicht viele grüne Runen beieinander, dann könnt ihr auch einfach sagen, okay, ich gehe jetzt raus, gehe wieder rein in das Ding und ihr habt neue Runen und ich kann jetzt zum Beispiel hier direkt wieder die grünen Runen zusammenfügen und kann direkt weitermachen. Das zählt auch hier dementsprechend rein für die World Quest und dementsprechend für das Achievement. Jetzt kann ich zum Beispiel wieder rausgehen, war nichts zusammen und kann direkt wieder reingehen. Gut, das haben wir hier unten zum Beispiel nochmal ein Ding. Wir schieben das zusammen. Jetzt brauche ich noch ein einziges. Ich würde sagen, das spielen wir jetzt. So schwer kann das jetzt nie sein. Tja. Schauen wir mal, ob noch irgendwo eine grüne kommt. Ah, schau mal, da kommt eine grüne. Perfekt, zack. Grünes Ding und ich habe das Achievement fertig. Ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr raus und reingeht, dann verliert ihr nicht den Fortschritt und auch habt ihr kein Problem beim Achievement. Da war ich mir am Anfang nicht so sicher. Also das klappt auf jeden Fall. Bei diesen kleinen, wo ihr 16 Dinger braucht, kein Stress. Wenn es mal eins ist, wo ihr 40 braucht und ihr dann überhaupt keine Rune mehr von derjenigen, die ihr braucht, für euer Rätsel zur Verfügung habt, dann kann es schon nervig sein, deswegen ein paar Mal rein raus. Ist nicht nur hier bei den Runen, sondern auch bei anderen Geschichten, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. So, okay, damit wären wir fertig mit dem Video. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, das ist eins von den Achievements, die ihr für das Meta-Achievement braucht. Und zwar ist das hier. Und dafür gibt es ja ein schickes Krabbenmount. Mir fehlen jetzt noch 2 Unterachievements. Das war jetzt quasi das vorvorletzte. Und ja, ich hoffe, ihr konntet da jetzt ein bisschen was mitnehmen aus dem kleinen Videoguide. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.